Würde sogar vielleicht langsam sagen, wieder umdrehen. Katerium? Katerium. Da vorne so eine Schnecke. Tschüss! Ich bin gleich tot. Was ist denn? Da. What happened? Bist du tot? Nee, fast. Erstmal lecker einen Kaffee schlürfen. Bon. Ich gerade nicht mehr ausgerüstet. War die Schnecke? Oder hast du schon? Nee, weiter in die Richtung. Da vorne ist er. Ach da. Sogar eine gelbe. Warte mal. Aber ein dickes Schwein ist. Und das dicke Schwein fliegt. Jetzt gleich wieder runter zum Wasser, ne? Ja, aber es ist nicht der Weg, den wir hochgekommen sind. Das ist okay. Ja, das ist gut. Mehr ja, Schneckenschwanz. Kalkstein. Och Mann, ich will Schwefel. Ich hab ein bisschen Schwefel gerade noch. Eine Quelle habe ich, war auf dem Weg. Das hier sollte auch Schwefel sein. Ich will aber, dass ich noch ein bisschen hier lang. Ja, habe ich. Ich habe auch eine, glaube ich. Bei. Die wurden gerappet. Vergenusswurzelt. Ein Big Boy und darum ist eine Schnecke. Ist das ein Jump-Man, das ich schaffen könnte? Ne, aber Beobachtungsposten. Was bist du hier? SRM. Ah, das war ja noch nicht fertig, ne? Ja. Ja, noch ein Stück weiter. Ich glaube, wir sind an dem Frack schon längst vorbeigelaufen, tatsächlich. Das ist gut möglich, ja. Schwefel. Bis 53 Schwefel. Das ist so ein Frack oben auf der Insel da drauf. Slop. Ja, das fragt man sich mal, da sind wir schon vorbei. Nehmen wir das ja. Das ist so eine Schnecke, so wie es aussieht. Oder was leuchtet da? Da oben? Keine Ahnung, tatsächlich. Der Schwust. So einen Sprung nicht schaffen. Was ich Schrauben und ein bisschen Draht. Voll. Und was will er haben? 5 Rahmen. Genau, da hinten haben wir. Oh! Oh Gott, hier geht's tief runter. Genau, da hinten haben wir unsere erste Base gebaut. Oh Gott! Okay, ja, ich, alles gut.
Na, dann haben wir unser erstes Base. Volk. Und an den Ort hier erinnere ich mich auch. Stimmt, da haben wir erst entdeckt, dass die Erde eine Kugel ist, ne? Ja, als wir den Teich da hinten gesehen haben, als wir den Rundgang gemacht haben für Schnecken. Dann dachten wir so, hä? Moment. Wir sind doch auf der anderen Map. Hi. Ja, gut, würde ich sagen, gehen wir jetzt langsam wieder zurück. Das ganze Zeug sollte ja gut angelaufen sein jetzt. Zwei gelbe, fünf grüne habe ich. Ich habe drei grüne, zwei gelbe. Und eine lilane. Und die lilane. Aber die zähle ich nicht, weil die für Forschung draufgehen wird. Okay. Ich wollte den Weg abschneiden. Hat nicht ganz funktioniert. Komischer Fetisch, den du hast. Also vorne noch eine Stecke oder so ein Alien-Panzer? Das ist ein Alien-Panzer. Ja. Das ist Eisen. Du Lümmel denn? Ah, da ist das Frack. Das hier meinte ich. Big Boy. Und Bienen! E-Movie. Ich war in ihm. Und? Okay. Hätte besser sein können. Oh, einfach aufmachen? Ja, bitte. Frech. Da lang noch Platten. Was hast du hier gesehen? Gehärtete modulare Rahmen, was? Was? Nein. Wäre auf jeden Fall krass gewesen. Verstärkte Rahmen, ne? Verstärkte Rahmen heißen die, glaube ich. Hi Jungs. Ui. Du bist immer noch nicht tot. Vier Schläge brauchen die. Da oben ist eine Schnecke. Wieso haben wir die nicht mitgenommen, wenn wir schon mal hier waren? Ich bin auch sagen, auf den Inseln sind auch richtig viele Schnecken, aber die brauchten das ist irgendwie Großteil alle Brennstoff. Oder Gasmaske. Oder Gasmaske, genau. Ach, Vogel, muss töten. Oh, aber mehr als ein Schlag, ne? Zwei, ja. Ich glaub's ja nicht. Weil er selber keine hat. Toll. Was? Den Weg hier kenne ich aber noch auswendig zurück, ne? Diesmal den Bushing gab's auch schon früher. Diesmal sind ja aber keine fünffach gestapelten Förderbänder hier lang. Ja, stimmt. Oder die ganzen Rohre. Ja gut, die haben auch erst hier hinten irgendwo angefangen, hier in den Dünen. Hier vorne links haben wir, glaube ich, die gesetzt, genau. Ja, genau. Dann hier oben drauf das ganze Plastik und Öl und so alles. Das war hier auch ein riesen
Riesentower her. Vor allem unser zweiter Riesentower. Ja. Aber wir bauen die halt jetzt schon ordentlicher als da. Mhm. Ich meine, unser Spiel schon zu zweit, das war auch nicht das erste Mal, dass wir gespielt haben. Da war schon ein bisschen ordentlicher gebaut. Und jetzt haben wir halt, okay. Jetzt reicht es. Es ist halt immer noch nicht perfekt, ne? Aber es ist schon mal... Es ist noch um einiges besser. Wie viele Schnecken brauchen wir zurzeit? Eine? Warum eine? Hattest du nicht bei den modularen Rahmen eine Schnecke reingetan? Ach, wie viel verbaut sind, meinst du? Ja. Schnecken. Zwei beim Beton. Zwei bei Stahl. Eine bei den Rahmen. Falls ich die nicht schon wieder rausgenommen habe, bin ich mir nicht sicher. Ach stimmt, ich glaube, der hast du wieder rausgenommen. Ich würde auf 6 oder 7 schätzen. Ja, und beim anderen Spielstand hatten wir was? 20 zu dem Zeitpunkt schon? Da war fast jede Maschine voll. Wir brauchen schneller, aber dann passt nicht mehr. Okay, dann übertakten wir die einfach auch noch, aber dann passt auch nicht. Das Problem ist, oder das Problem war, dass wir da hauptsächlich nur normale oder unreine Quellen hatten. Sprich, wir mussten jeden Miner schon ein- bis zweimal übertakten. Das ist wahr. Ich meine, allein die Tatsache, dass wir jetzt gerade drei Erzminen angeschlossen haben, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sind, drei Stück. Die noch nicht übertaktet sind, wohlgemerkt. Und noch MK1. Und noch MK1. Zu dem Zeitpunkt hatten wir auf dem anderen schon... Übertaktete MK2, so. 8. Ja, das können wir ja noch nicht, ne? MK2 ist mit Logistik 3. Das können wir hier noch machen. Achso. Ja gut, aber das ist ja noch nicht unser aktueller Stand, ne? Nee. Aber da hatten wir schon ordentlich was. Frech. Du wolltest nicht mitnehmen. Wenn du zweimal daneben läufst. Ja, guck mal, unsere Base. Boah, das ist schon riesig, ne? Oder eine riesige Motte fliegt drauf zu. Knall sie ab. Pew pew, ping ping. Pow pow. Oh ne. Ratatatatat. War das ping. Laut? Ja, es geht. Gut. Es geht, du bist nur aufs Rote ausgeschlagen, ist okay. Dann geht ja alles. Mach ich beim nächsten Mal mehr. Und lauter. Ist das Wasser tief genug? Ja, gut. Und tot. Ich liebe es, wie hoch man das im Wasser springen kann. Komm einfach so, weißt du? Ich muss gleich, dass wir Rockcracks sind. Ich bin immer noch nicht zufrieden mit dem Band hier, aber was soll's. Ja, da haben wir auf jeden Fall wieder ein paar Rezepte frei. In the man. Ist auch noch Kabelrutsche. So. Erstmal die Schnecken umcraften. Hatte ich noch ein paar Schnecken übrig. Ich bin jetzt nur noch gar nicht gecraftet. Zwei Stück hier. Schwerer modularer Rahmen. Ich habe doch schwere gefunden. Es war nicht mal ein Joke. Also, es war ein Joke, aber der war halt legit. Prank gone wrong?
was da raus kann. Kettensäge kann da raus, die Kabel können da raus. Ich habe die Kiste hier als so Kiste sonderbar, wenn du mich fragst, ne? Mhm. Ich packe in deine Kiste einfach mal die Kerne, ne? Die Energiedinger. Weil wie gesagt, bei mir ist das zurzeit ein bisschen verbuggt, kann ich nicht benutzen. Kabelrutsche ist Band. Hand, meine ich. Mache ich uns jetzt einfach mal jeweils einen von. Habe ich schon ein bisschen Torodraht. Du hast doch eine Stahlrohre, ne? Kannst ja mal reintun dann. Zünd den Knaller. Okay. Milestone reached. Logistics can be improved with a larger storage container, enhanced conveyor belt efficiency, hey, as well as the ability to store excess power for later use. Hinter dir anscheinend. An additional project part can now be constructed. Further progress to the next phase is now possible. Okay. Also wenn du das gescheit anstellst, schon nicht schlecht. Du musst halt nur die ganze Zeit über die Strommästen dran, drüber oder dran vorbeispringen. Ich glaube, wir haben dafür einfach viel zu viele Strommessen, um damit das effektiv benutzen können. Ja, du musst halt die längeren Distanzen dann nehmen. Ja. Aber ist ganz okay. Das ist so, wenn wir von hier hinten zu der zweiten Kohle, die du jetzt genommen hast, wenn wir da hin wollen, als Beispiel, da könnte man das nehmen, da sind weniger Strommessen. Mhm. In der Fabrik selber bringt es natürlich nichts. Ja, nicht viel. Dann lieber die Kaffeetasse, du. So, wir haben vier Coupons. Coupons. Achso, ich habe auch noch zwei oder so momentan. Wo ist denn der? Ach da. Ich druck sie! Eigentlich hättest du sie drucken sollen. Oh, warum? Weil du aufnimmst. Ah, Papala Quatsch. Haben wir noch irgendwo Träger? Wir hatten doch bestimmt immer noch. Da sind's. Stahlbetonträger? Ach. Können wir jetzt. Ja. Betonproduktion verlegen nach oben? Für Stahlbetonträger? Wäre, denke ich mal, keine schlechte Idee. Lass ich aber die Lagercontainer unten erstmal stehen, die voll Beton sind. Für wann auch immer. Ja, sowieso. Constructor würde ich jetzt dann auch erstmal stehen lassen. Ich glaube, die sind noch voll am Machen. Ja, die haben beide jeweils 100 noch. Wandstromverteiler MK2 kostet 5 Coupons. Ich habe 6. Erstmal das oder erst die Wände? Ich glaube, die Wände sind wichtiger. Den Wandstromverteiler, da brauchen wir halt nur einen. Und da geht dann halt auch nur zwei Bänder von aus. So. Wände oder Türen? Beides geht leider nicht. Mir fehlt ein Coupon für beides. Erst die Wände. Ja, erst die Wände, hätte ich gesagt. Erst die Fenster, hätte ich gesagt. Okay, jetzt verschwinde ich das da oben gleich. Ich habe schon mal hier dicht gemacht beim Beton. Das wird hier jetzt fertig gemacht und dann... Ich überlege, ob ich es außen lang führe. Jetzt mit den Wanddingern. Ja. Oder halt innen.
Wäre alles eine Möglichkeit, du. Erstmal, Fabrikator. Was kostet denn der Spaß? Stahlbetonträger. 24 Träger pro Minute, 30 Beton pro Minute. Ich schau gerade für die Weltraumlift-Sachen. Wir produzieren nur 15 Träger pro Minute. Wir brauchen mehr Stahl. Wir werden auch mehr Stahl brauchen für die Statoren, die wir für die automatische Verkabelung für den Weltraumlift brauchen. Vielseitiger Rahmen. Brauchen wir Statoren für den Weltraumlift? Automatische Verkabelung, das ist auch für den Weltraumlift. Wir brauchen beide, den Rahmen und die Verkabelung. Aber die Verkabelung brauchen wir gerade nur 100, die Rahmen brauchen wir 500 von. Stahlträger 30 pro Minute, wir produzieren 15. Sehr gut. Wir brauchen so viel Stahl, Alter. Automatische Verkabelung sind Stator und Kabel. Stator brauchen wir Stahlrohr. Okay, das ist aber easy. Stator ist easy, sagst du. Stimmt, wir haben da oben ja Metall, Eisen für die Drähte und Stahl wird da oben sowieso gemacht. Draht ist gerade keine Überproduktion darunter. Wir müssen also von hinten anzapfen. Ist ja auch nicht das Richtige. Was sagt denn die Eisenproduktion, die nach oben läuft? Wir können Eisenbahnen zu dran. Voll ausgelastet. Voll ausgelastet. Holy shit. Hier oben beim Stahl ist alles ausgelastet, oder was meinst du? Ja, die meine ich. Metall und Kohle ist beide 120 pro Minute. Hier oben ist nichts übrig. Ich überlege, ob wir den dritten Miner anschließen oder den jetzigen, der nach oben führt, übertakten. Wir haben hinten theoretisch Draht, wir müssen es nur herholen. Da hinten läuft es ins Leere, da steht nichts hinter. Das hochzuholen wäre nicht mehr das Problem. Das stimmt. Im Prinzip könnten wir einfach sagen, okay, ziehst halt ein paar Fundamente drüber, bauen wir da hinten Dings nach oben, einen Lift. Und dann passt das. Ja. Vom Lager aus nach oben. Beziehungsweise ich werde vom Lager einen Splitter dran setzen. Und von dem Splitter aus ein nach oben. Oder, nee, warte, der Draht läuft da irgendwo dran. Wo läuft das Draht da hinten dran? Das läuft an Eisenplatten. Ach stimmt, aber die Eisenplatten laufen ins Leere. Theoretisch können wir die weglassen. Nein, weil wir daraus die Dingens beziehen. Aber... Bist du gerade hier? Geh mal zu den Würfeln, zu den Rahmen, an dem Draht. An dem Draht? Ja. Uah. Genau. Was braucht er für die Platten da? 37,5. Und wie viel produzierst du da gerade? 60 wahrscheinlich. 45. Auch nicht viel mehr. Ja, das ist auch übertaktet. Ich glaube, die beste Lösung wäre halt, würde ich den Miner einfach so übertakten. Bringt uns nichts. Stimmt, weil wir keine Bänder haben. Okay, weißt du was? Statt Hypertubes, nächster Schritt, Logistik 3. Das sollten wir sogar wahrscheinlich alles haben. Zwei Stahlträger sieht schlecht aus. Aber ich gucke, bevor ich jetzt noch mehr sage. Okay, ich gucke erstmal. Ist fertig. Wie viel 200 brauchen? Ja, nee, haben wir. Leute, wir haben 600. Ich bringe die 200 mit. Achso, und die 100 Rohre dann wahrscheinlich auch, bevor ich runtergehe. Ja, also die neuen Rezepte hauen mich jetzt nicht wirklich um. Bin auf dem Weg, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Oh, das ist tief. Aua. Ja, genau, aus Stahlträgern, was wir eh schon massiv drunter sind. Also von all dem hätte ich gesagt, wenn dann den Stahlrotor. Woraus machen wir denn gerade? Schrauben und Stangen? Ja, nee, Schrauben und
Also warte. Stangen. Ja, Schrauben und Stangen. Dann nehmen wir mit Sicherheit keine Eisenrohre, Stahlrohre dafür. Ja, aber das ist halt alles scheiße. So. Ja gut, dann wir können es machen, aber wir müssen es ja nicht nutzen. Eben. Machen wir schon mal den nächsten an. Da hatten wir irgendwas da. Achso, der kommt jetzt erst zurück, Leute. Ja. Ich wollte schon reinpacken. Schwefel. Hast du Kohle? Nicht im Inventar, ne. Warum 25 Kohle für den nächsten Schwefelschritt? Ich geh und. Ich hab nicht genug Schwefel dabei. Ich hab meinen Schwefel und die ganzen seltenen Ressourcen habe ich hier in die Sonderbarkiste gepackt. Achso. Ja, ich hab 53 Rad noch im Inventar, deswegen. Ich hab das eigentlich nie dabei. Ich hab immer viel zu viel Müll dabei. Logistik im K3. So, was können wir jetzt? 270. Jo, von 120 auf 270, Alter. Jetzt können wir den übertacken. Oder halt einfach direkt einen Zweier hinstellen, oder? Ich überlege gerade, wenn wir von 80. Wir produzieren gerade 120 Kohle und 120 drei Energiezellen. Wir würden 180 Metall, 180 Kohle hinten produzieren. Das wäre genug für vier normale Schmelzöfen, Dingens, weiß nicht. Gießereien? Gießereien, ja. Dann geht meine Rechnung aber nicht mehr auf. Produzieren jetzt 60 Stahlbarren. Das habe ich genau gerechnet mit den Stahlrohren, ne? Genau. Gut. Das heißt, bei 180 könnten wir dann auf ein drittes hochgehen. Dann würden wir 30 Stahlträger pro Minute machen. 30 Stahlträger. Nennt mir genug für, um etwas drüber zu produzieren und die Stahlbetonträger zu machen. Die aber noch nicht wichtig sind, ne? Die Stahlbetonträger. Hypertypes sind zwar cool, das können wir nebenbei irgendwann machen, aber. Da bin ich mir gerade nicht sicher, Moment. Hauptsächlich brauchen wir die Stahlträger für die Rahmen. Ja, für die vierseitigen Rahmen. Genau, und davon sogar 30 pro Minute. Das wäre dann volle Auslastung. Na, du hast recht, von denen brauchen wir halt auch noch wieder 500, ey. Das heißt, bevor wir irgendwas machen, sollten wir das jetzt anfangen. Fabrikator. Ich hab den jetzt schon das fünfte Mal aufgebaut. Stator, Stahlrohr, Draht. Okay. Draht brauchst du 40 pro Minute. 40 pro Minute wäre einmal das Eisen übertaktet. Einmal, das sind dann 45. Alternativ Draht. 12,5 Barren pro Minute. Das heißt, wir übertakten die beiden Kohleminen hinten jeweils einmal, kommen wir auf 180. Dann müssen wir die ganze Strecke aus Stahlträgern auf MK3 bauen. Warum? Okay, oder wir betakten sie viermal, jeden zweimal. Dann wären wir da hinten bei 240. Müssen wir einfach nur die gestapelten dann nehmen. Genau. Den. Die Eisenmine, die nach oben geht, können wir auch dreimal übertakten. Kommen wir da auf 120, 240, 300. Können wir nicht transportieren, sondern nur 270. Zur Not passen wir halt an, dass es halt nur 270 produziert. Ist aber vollkommen okay, denn
Die 240 würden wir verbrauchen. Die restlichen 30 gehen in einen Schmelzofen, der zu Metallbarren wird, der dann zu Draht wird und somit gleich die Statorproduktion läuft. Das können wir so regeln. Das heißt, wir brauchen sehr viele Stahlträger, um die ganzen Laufbänder abzugraden. Oh boy. Was sagt unsere Energie? Müssen wir da vorher erst was machen? Höchstwahrscheinlich. Wir sind auf jeden Fall eigentlich drüber, aber es liegt daran, weil die drei Constructor hier nicht durchgehend laufen.